Sonst ist hier nichts weiter. Das da fällt mir absolut nicht auf. Ein weiter. Diese Gesichter, also. Pff. Wann nehme ich auf? 20:26 Uhr. Ist bald Schlafenszeit, aber. Okay. Ein Auge suchen wir schon mal. Ein Herz ebenfalls. Das besteht aus Glas, ist aber nicht das Gesuchte. Suchen wir denn einen. Suchen wir denn hier alles? Glas, Schlüssel, Tintenfisch, Aschenbecher. Das sieht definitiv nicht aus wie ein Aschenbecher. Wer weiß, was die sich unter einen Aschenbecher vorstellen. Was ist das hier? Das gehört nicht dazu. Eine Billardkugel wird ebenfalls nicht gesucht. Das ist jedenfalls ein weiterer Schlüssel. Einen Zug suchen wir auch. Und Blut. Blut. Ich kann es ja mal durch Klicken auch mal versuchen, hier was zu treffen. Ein Kronkorken haben wir auch gesucht. Habe mich immer gefragt, was das ist. Man merkt, ich bin kein Alkoholiker. Wie kann man denn hier einen Tintenfisch erkennen? Musik, naja, die wird auch nicht langweilig. Ach ja, mal ein Schränkchen mit Blut. Und einem Zug. Wir brauchen nur diesen einen Schrank öffnen, dann haben wir auch alles. Hoffentlich ist jetzt hier nicht was anderes versperrt. Aber ich denke mal, die Logik des Spiels ist so reif, dass wir da unten auch nichts weiter suchen. Denn wir suchen immer noch Glas, Tintenfisch, Aschenbecher, Hammer, Taschenmesser und Rohr. Nein, ich kann das Rohr nicht anklicken. Nein. Da ist eine Hand versperrt. Die rubbelt gerade dran. Nee. Füße hoch, der kommt, der Witz kommt flach. Flach. Wir sind seriös. It's serious business, denn wir suchen immer noch weitere Gegenstände, die wir scheinbar nicht finden können. Ich finde hier gar nichts. Das da unten sieht doch aus wie ein Taschenmesser. Aber hier ist eins. Sogar ein Schweizer Taschenmesser. Und hier ist ein Hammer. Noch ein Rohr. Glas. Das ist zum Beispiel Glas. Ich klicke jetzt einfach mal willkürlich durchs Bild. Es tut mir leid, wenn das sehr deutlich zu hören ist. Da hinten ist Glas. Ach, hier unten ist ein Glas. Und der Aschenbecher. Fehlt nur noch der Tintenfisch. Der Tintenfisch. Tintenfisch, wo bist du? Nee. Nee, Knochen. Wo soll denn hier ein Tintenfisch sein? Da ist ein Flugzeug. Ist schön, dass ich das sehe, aber ich sehe keinen Tintenfisch. Das ist auch kein Tintenfisch. Die Frau ist ebenfalls keiner, obwohl es wunderbar passt. Typ, was sagst du? Ach, das Ding soll ein Tintenfisch sein. Sah für mich aus wie ein Krebs. Okay, was gibt's hier sonst noch? Eine Leiter. Hui, eine Leiter. Ich würde auch erstmal vorschlagen, nehme ich erstmal den langen Weg und setze erstmal die Leiter hier hin. So ein Pech, dass sie kaputt ist. Was? Ist auch noch kaputt. Dann setzt doch die Sprosse ein, dann kannst du hoch. Okay, wir haben jetzt noch ein Seil. Damit können wir was am Brunnen machen. Und ein Buch. Was?
Verschiebe die Puzzleteile so, dass das runde Siegel die Mitte bildet. Oh nee, ich mag diese Spiele absolut nicht. Alter, mit denen hatte ich immer nur Pech. Aber sowas von... Oh, nee. Hör mir bloß auf mit diesen Dingern. Ich hab die gehasst. Ich hab nie ein ordentliches Rätsel damit zustande bekommen. Das heißt, es könnte heute wirklich das erste Mal werden, dass ich sowas lösen könnte. So, das muss aber definitiv woanders hin. Du. Oh, das sieht eigentlich sogar ganz gut aus. Nur wie gesagt, ich versuche jetzt irgendwie klarzukommen, wie ich dieses eine Teil da verschieben will. Das eine passt schon mal sehr gut, aber das darf nicht dahin. Oh Gott, oh Gott. Ich vermasse es mir gerade richtig. Das ist hart. Hart, aber fairer. Das hilft mir auch nicht sonderlich weiter. Ach, warte mal. Ich mache jetzt mal einfach so mal klick, 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 klick. So. Ja, jetzt habe ich es trotzdem mal geschafft. Ich brauche den richtigen Schlüssel, um das Buch zu öffnen. Haben wir denn zufälligerweise? Ach nee, den Schlüssel haben wir gar nicht eingesammelt. Nur so ein blödes Rohrstück. Nein, ich mache nicht noch ein Spiel. Ordne die Karten gemäß der Hinweise auf der linken und der oberen Seite der Kiste an. Klicke auf zwei Karten, um ihre Position zu vertauschen. Was? Karten gemäß der Hinweise auf der linken und der oberen Seite. Hä? Stehe ich nicht. Auf der linken und oberen Seite. Aber, hä? Ich kann mir da keinen Schluss draus ziehen. Was das genau zu bedeuten hat. Gut, ich glaube, das mit diesen Kreuzen gehört definitiv alles nach unten hin. So viel weiß ich schon mal. Vielleicht die, die Schwerter in der Hand halten, müssen dann auch definitiv in diese Reihe rein. Denke ich mal. Das ist ein Zepter, das darf nicht dahin. Die hat ebenfalls ein Schwert. Achso, die brauchen ja noch einen Kelch in der Hand. Ja. Im Prinzip haben die schon mal alle die richtige linke Reihe eingeordnet, aber jetzt müssen wir bloß mal rumprobieren, wo das jetzt sonst noch alles hingehört. Mache ich mal hier hin. Das kann jetzt nämlich alles hier möglich sein. 2. Na wohl, wenn da 2 sind, sollen da auch 2 hin. Ups, nein, das nicht. AKQ? Abbildung? Irgendwas? Ah, so war das richtig, aber trotzdem, ich weiß nicht, zu welchen das eigentlich noch passt. Wir haben ein weiteres Puzzleteil, das ist gut. Den Schrank. Och, der ist uninteressant. Brauchten wir nicht noch einen Schlüssel für... Ach nee, das haben wir schon... Hä?
Kein Einblick in dieses Buch? Langweilig. Ein langweiliger Raum. Na gut, haben wir schon mal zwei Spiele, ohne hier drauf zu klicken, gelöst. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Hurra, drehe die Rohrstücke, um das Wasser von links nach rechts zu leiten. Ach herrje, wie ich das geliebt habe. So sehr. Okay, das setzen wir mal so, so. Ach so, da ist keine Kurve. Ich hasse das, wenn hier keine Kurven da sind. So, noch eine Kurve. Oh, nee. Kann ich die auch irgendwie verschieben? Es darf ja nicht alles immer zu schnell gehen. Aber ich glaube, so geht das schon. Ja, schnell gelöst. Der Brunnen läuft. Aber was können wir jetzt damit machen? Keine Ahnung. Jedenfalls geht's erstmal zurück zum Brunnen und das Seil dran. Was wir damit jetzt machen, weiß ich im Prinzip nicht. Wir können runtergehen. Und das... Man sieht in der schrägen Kamerastellung, die in den 90ern total angesagt war in allen Filmen, dass wir jetzt sogar in diesen Raum rein müssen. Bäm, bäm, bäm. Hol mich raus! Hol mich raus! Blöde Kuh! Pennt! Guck nicht ganz seit RTL! Hallo! Hallo! Schalt um! Schalt um! Du! Blöde Kuh! Ach, das Bild ist jetzt sogar darauf projiziert. Jason! Kannst du mich hören? Was geht hier vor? Ich werde dich hier irgendwie rausholen. Gedulde dich! Ja, sehr geduldig sieht er ja nicht gerade aus. Sieht man ja auch vollkommen. Mit Klebeband könnte man ihn ja das Maul stopfen oder ein Briefstück halt vorhalten, dass wir ihn das offiziell machen dürfen. Aber was ist denn das hier für eine Person da vorne? Ach, die ist mir vollkommen egal. Hauptsache Jason, der ist im Spiegel. Ja, da ist anderes Menschenleben total egal. Da ist nur der eigene Bruder wichtig. Oh, das ist mir auch das erste Mal aufgefallen. Autsch, diese Dornen stechen. Was du nicht sagst. Hake sie mal weg, dann haben wir... Eine halbe Seite erzählt nur die halbe Geschichte. Setz doch zusammen, du blöde Kuh. Ich muss ihn zusammenkleben, damit ich ihn lesen kann. Dranhalten, lesen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ach, ich habe mein Seminar gemacht beim Lesen von zwei Hälften einer Seite. Das war mächtig schwierig, aber ich habe da Top-Noten bekommen. Ganz ohne Klebeband, weil diese Hauptschüler, tut mir leid, die können das ja nur mit Klebeband, die Anfänger. Ich liebe die Logik in den Spielen. Die Geschichte dieses Ortes ist beeindruckend und bald werde ich erfahren, wie man in die Spiegelwelt gelangt. Ich bin der Lösung des Rätsels so nah. Und ich bin so bescheuert, das auf einen Zettel zu verewigen. Und noch ein Symbol dazulassen. Eine Wolfsmünze. Trotzdem kommen wir da nicht weiter zurück, weil wir Jason noch nicht gefunden haben. Die haben wir schon des Öfteren gesehen, aber sie meint, wir haben den noch nicht gefunden. Diese Logik. Wir haben noch ein weiteres... Was? Jason, ich kann dich nicht hören. Beruhige dich, ich hole dich heraus. Ach, der ist jetzt in jedem Spiegel hier drin, oder wie? Ahornblätterchen. Aber hatten wir nicht noch... Hatten wir nicht vier? Vier Stück davon? Ach so, das lässt sich trotzdem machen. Okay, okay. Wusste ich nicht. Aber ich muss sowieso trotzdem mal gucken, wie das nochmal gerichtet war.
Die gute Frage ist ja, wo war diese Uhr nochmal? Das war ja nicht die da. Vielleicht hätte ich mir ja irgendwo was aufschreiben sollen. Hier war sie ebenfalls nicht. Hier auch nicht. Ich habe auch keine Karte parat. Puzzleteil, das sieht schon fast aus wie eine Karte.